Freunde, ich wollte nur mal Bescheid geben. An für Matchmaking made by Wargaming. Jawohl, 279er im Gegnerteam auf einer Schlachtergassen-Map. Wer hat natürlich Vorteile? Der 279er. Wer denn sonst? Übrigens, ich wollte mal Bescheid geben. Ich habe eine komplette Festplatte, also ungefähr 1 TB an Videomaterial, wo Wargaming Unfair Matchmaking betreibt, sprich der Gegner hat einen OP-Panzer und ich nicht. Das Problem ist nur, so viel kann ich gar nicht auf YouTube hochladen. Dann müsste ich ja von morgens bis abends irgendwie Videos hochladen. Aber ich versuche das, ja. Also guckt euch mal die drei, vier Videos, die ich hier zusammengeschnitten habe, an, dann wisst ihr, was hier los ist. Und ich habe nicht alle Gefechte aufgenommen, wo der Gegner mal so ein 279er Chieftain oder sowas kriegt, weil sonst würde ich 2, 3 Terabyte Material rumliegen haben. Oh, der Gegner hat auch 2 FVTDs, das heißt, selbst wenn ich hier irgendwie durchkomme zu den Arties, spätestens bei der Gegnerbase werde ich dann von den FVs zusammengeschossen. Mal sehen, ob meine Arties hier eingeaimt sind. Ja, tatsächlich sitzt hier so ein FV und wartet auf mich. LOL, der wurde gerade rausgenommen. Aber die haben ja noch einen. Gar nicht lustig, Alter. Und wo ist meine Arti, wenn ich sie brauche? Ja, gegnerische Bedjet-Arti kann hier einfach abhauen, wa? Ja, wo bleibt meine Arti-Unterstützung? Oh, erstmal die gegnerische Basis auseinandergenommen, aber immer noch keine Arti-Unterstützung. Oh, doch. Also da kommt ein bisschen was. Die Leute aus der Mitte schießen hier. Kann man nicht meckern, Alter. Kann man nicht meckern, Alter. Haben wir gut die Gegnerbase aufgeräumt. Das nenne ich doch mal Teamwork, ne? Da kann man auch mal loben. Da kann man auch mal loben, Freunde, ne? Lobowski, weißt du? So mäßig. Natürlich fliegt der Schuss, den ich abfeuere, gegen den 279er in den Boden, ne? Man kennt ihn. Schandowski, Alter. Und der Schuss, der ihn trifft, der penetriert natürlich auch nicht, ne? Ist klar. Ja, jetzt mal ein bisschen Arti-Unterstützung, das wäre mal was. Ja, beide Schüsse, die ich getroffen habe an der Seite, sind gebounced, ne? Man kennt ihn. Ja, läuft bei mir, ne? Wo bleiben meine Arties? Arti rotzt daneben, ne? Man kennt ihn.
Ja, und dann rotzt mir die eigene Arty auf die Birne, ne? Als Unterstützung, Alter. Beste, wo gibt. Ja, aber wir hatten ein paar Leute in der Mitte, die waren gut eingeaimt, ne? Weil wir haben sofort die Mitte erobert. Ich habe die Gegnerbase erobert, beziehungsweise gespottet. Und dann haben die auch mal ein paar Mal gut mitgeschossen, Alter. Das war auf jeden Fall gutes Teamwork an der Stelle. Schlüssel für den Waffenträger auf E100 erhalten. Ah, dieser Trick. Ja, und wo ist der Waffenträger auf E100? Wo haben wir den? Ah, nee, das ist er ja nicht. Wo ist denn der Waffenträger auf E100, sag mal? Wer will mich denn da verarschen, Alter? Wo ist denn der Waffenträger? Hä? Oh, bin ich jetzt komplett Banane oder was? Oder muss man auf diese Sonderevents? Ansturm, Festung, Gefechtsspezialteam, bla, Gelände, bla, Geschichten, bla, Zufall, bla. Ach, hier. Ach, das ist auf dem Server wahrscheinlich gar nicht vorhanden oder was? Ach Junge, ich habe keine Ahnung. Wo kann man diese Waffenträger-Event-Gedöns spielen? Was habe ich denn hier für eine Winrate? Ah, Geschenkboxen, ha, dieser Trick. Ha. Ganz genau. Achtung, Achtung! Wargaming hat mir einen Chieftain zugeteilt. Und wie die Stammzuschauer wissen, ist der Chieftain-Fahrer in meinem Team absoluter Botlowski in 9 von 10 Fällen. Ich rechne mit einer Niederlage. Aber wir haben auch einen 260er im Gegnerteam. Schauen wir mal, wer hier die Oberhand behält. Sollte der Chieftain in meinem Team ein guter Spieler sein, der was gebacken kriegt, dann wird auch wahlweise der Rest vom Team ein Noob-Team sein. Das heißt, es muss ja ausgeglichen werden. Warum man auf El-Haluf nicht runterfährt, ist ganz einfach. Da unten ist keine Deckung. Man kriegt da sofort Kreuzfeuer. Die einzige Position, die man anfahren kann, ist hier. Aber selbst hier, wie man sieht, kassiert man ordentlich. Deswegen auf El-Haluf besser nicht runterfahren, ne? Zu viel offenes Gelände. Dazu noch zu viele Mediums und Scouts im Gegnerteam. Also da unten ist man maximal gefährdet. Sollte man am besten nicht runterfahren. Ja, außer zu kassieren, hast du da nichts von. Zumal die meisten sind nach links gefahren, ja. Wie man sieht. Also da erst recht nicht runterfahren, weil dann opferst du deinen Scout oder Medium, ohne dass jemand schießt. Also lassen wir da mal ein bisschen hier die Leute auf der linken Seite arbeiten. Hier oben kann man ja auch einigermaßen spotten, je nachdem, wie weit der Gegner vorfährt. Und dann kann man ja später immer noch runterfahren, ne? Das ist die Taktik auf El-Haluf, die man beachten sollte. Ja, also auf El-Haluf gibt es am Anfang in den ersten Minuten das Nicht-Runterfahrgebot, wenn man jetzt bei der Fahrschulsprache bleiben möchte. Sehr oft ist das auch so, selbst wenn du jetzt zum Beispiel hier runterfährst und da was aufgeht, die können ja schnell hinter dem Berg verschwinden, ne? Das heißt, du da unten kassierst, aber er kann sich da oben hinter dem Berg verstecken. Da oben ungefähr dasselbe, ja. Sehr oft kassiert man da zu viele Treffer. Würde ich jetzt nicht empfehlen, da runterzufahren. Vor allen Dingen mit dem Heavy da runterzufahren. Absoluter Schwachsinn, unser Neuner Konk ist einfach sinnlos da runtergefahren ins Kreuzfeuer, ne? So spendet man seine Neuner Heavy HP an den Gegner komplett ohne Sinn.
Ja, der kassiert lauter 500er Treffer. Ich weiß nicht, wofür der da runtergefahren ist. Wenn, dann hätte der mit den anderen nach links fahren sollen, aber da unten ist, bist du halt komplett sinnlos als Heavy, ne? Und siehe da, unser Konk ist tot, unsere Mediums sind tot. Konzept 1b sogar gehabt, der ist auch tot, okay. Ja, das ist das Prinzip von Wargaming. Sollte ich jemals einen Chieftain bekommen, so wie hier, und der überlebt länger als 2 Minuten, dann sterben alle anderen, weil sie sich tot pushen. Exakt das passiert jetzt gerade, ne? Und falls ihr auf Twitch meinen Stream nochmal schauen wollt, das ist live aufgenommen und nicht im Nachhinein ein Voice-Over oder so. Das heißt, ich habe vor dem Gefecht vorausgesagt, was passieren wird. Neuner Heavy, komplett sinnlos runtergefahren, Panzer weggeschmissen. Sämtliche Mediums sind hier nach links gefahren, haben sich weggeschmissen. Ja. Konzept 1B hat nicht sehr lange überlebt. Obwohl das ein overpowerter Spezialpanzer Stufe 9 ist. Es sieht nicht gut aus, Freunde, ne? Es ist überhaupt nicht gesund, was unser Team hier gemacht hat. Ja, wir müssen versuchen, die gegnerische Basis zu erobern auf der rechten Seite. Alles andere hat gar keinen Sinn jetzt im Moment. Zu viele Panzer, die zu viel HP sinnlos weggeschmissen haben in den ersten 2-3 Minuten. Die einzige Chance, die wir haben, ist jetzt schnell die Gegnerbase erobern. Dafür bräuchten wir aber jetzt den Kollegen, der jetzt nicht mitfährt. Ja, keine Ahnung, er bleibt jetzt da unten stehen. Ja. Die ganze Zeit hat er es eilig und jetzt, wo es drauf ankommt, lässt er uns alle im Stich. Ne? Das meine ich, Alter. Das ist halt Bullshit-Gameplay, ne? Der Typ, was der da veranstaltet. Erst fährt er runter, weil er es eilig hat und jetzt, wo wir pushen wollen und Gegnerbase erobern wollen, bleibt er unten stehen und versemmelt die Runde, ne? Ganz klares Versagen an der Stelle. Super schlechte Taktik. Absoluter Versager dieser 430er hier, ne? Ja, und mein Schuss kommt nicht an. Ja, und da ist er, unser 430er Versager. Er hat halt keine Ahnung, wie man mit so einem Medium umgeht. Direkt am Anfang runtergefahren, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. Ja, und dann später nicht mitgefahren, wo es drauf ankommt. Als wir hier oben pushen und cappen wollten, ist er unten stehen geblieben, ne? Maximalus Versagus. Exakt wie vorausgesagt, ne? Alle haben sich tot gepusht. Der Chieftain hat ein bisschen länger als 2 Minuten gelebt. Dafür hat aber der Rest des Teams sich maximal weggeschmissen. Unter anderem auch der Neuner Kong, der da mitten aufs Feld gefahren ist, wofür das auch immer gut sein sollte in seiner Fantasie, man weiß es nicht. Ja, und die Runde ist gedropst und gelutscht. Übrigens, der 260er, der Spezialpanzer von denen, lebt noch, obwohl unser Chieftain schon längst tot ist. Und so kommt es mal wieder, dass ein Attrappenteam in mein Team gelandet ist. So, Freunde, das müssen wir doch mal aufnehmen, ne? Also, wir haben einen 279er und einen Karo 45er und der Gegner hat einen 260er. Also haben wir einen Spezialpanzer mehr als die und ihr wisst, was das bedeutet. Stammzuschauer auf YouTube und auf Twitch.
wissen ganz genau, wenn ich einen 279er kriege, dann geht das meistens in die Hose, meine Freunde. Deswegen nehmen wir auch diese Runde live während des Twitch-Streams auf, weil wir wissen ganz genau, wie das jetzt gleich in die Hose geht, Freunde. So, oh, ich bin schon auf. Wie funktioniert denn sowas, Allah? Alles Klärchen, Gummibärchen. Die ersten von meinem Team schreiben wieder ellenlange Liebesbriefe in den Chat. Bla bla bla, blub blub blub. Lalelu, Schalelu. Guck mal da, der Scout ist durchgebrochen und fährt links an die Front. Unsere Arti steht hier vorne. Schon mal sehr schlecht. Reagiert auch nicht, dass er wegfahren soll. Ja, schade, meine beiden Artis sind hier nicht eingeaimt, ne? Beide Artis hier nicht eingeaimt. Die eine Arti sowieso komplett am Schlafen, wie man gesehen hat. Die hätte schon längst mal wegfahren müssen. Wie man sieht, ich habe zwar den EBR abgefangen, aber unsere Arti ist trotzdem draufgegangen. Das Lustige ist auch, dass das eine schnelle Arti ist, ne? Das war eine 261er, die hätte locker wegfahren können. Die ist ultra schnell, aber sie hat sich entschieden, da stehen zu bleiben und wegzusterben. Schon mal ein richtiger Nulli-Dulli in meinem Team, ne? Richtiger Nulli-Dulli, Alter. Richtiger. Er hat eigentlich auch AFK-Bot verdient, ne? Weil der stand ja da, obwohl eine Gefahr geherrscht hat. Alles Klärchen, Gummibärchen, komm beste Stream. Ja, schade, wir haben jetzt eine Arti weniger die ganze Zeit. Das ist natürlich kontraproduktiv auf Dauer. Oh, der Gegner hat aber auch ein FV und ein Foch. Da musst du aufpassen, Junge. Denn es ist einfach so brutal. Oh, guck mal, wer da ist. Ich bin gespottet worden. Und die können auf mich schießen, ohne beschossen zu werden. Voll geil. Zwei Leute schießen einfach so auf mich, ohne irgendwie jemals selber beschossen zu werden. Das ist ja mal wieder herrlich. Bin ich denn immer noch auf oder was geht da jetzt? Alter, der Gegner hat ja überhaupt keinen Base-Dev. Die haben alles, was die hatten, hier nach links geschickt. Alles Gläschen, Gummibärchen. Ja, aber dies, warum fahren unsere Leute da jetzt nicht durch auf der rechten Seite? Da ist doch nichts mehr. Alles Gummibärchen. Alles Gummibärchen. See you later, Alligator. Guckst du, linke Seite ist voll mit Leuten, die hier beschossen werden müssen. Ja, der Leopard fährt seit 500 Jahren offen durch die Gegend und wird nicht abgeaimt. Meine Damen und Herren, das ist mal wieder Super Gameplay of the World. Habe ich den wegrasiert, Alter. Super Typ, einfach mal den Leopard wegrasiert.
Einfach Pech, wo gibt, Alter. Ja, haben wir mal ausnahmsweise mal ein bisschen Glück gehabt, ne? Super Typ, Junge. Super Typ, Junge. Da kann ich aber auch nicht meckern, Alter. Das ist Beste, wo gibt. Alles Klärchen, Gummibärchen. Joa. Oh, unser Karo 45er hat ja mal richtig reingeklotzt, Alter. Der hat gigantische einmal einen Gegner penetriert. Bester Mann, Alter, da kann ich nicht meckern. Super Typ, Alter, super Typ. Oh, der hat sogar eine 11.000er WOT-Wertung, aber sobald er in meinem Team landet, kriegt er mal wieder nichts gebacken. Ah, dieser Trick. Alles Klärchen, Gummibärchen. Super, da kann ich nicht meckern. Ja, was haben wir denn hier heute für eine Winrate, Alter? Ach du grüne Neun, Alter.